Wir leben jetzt schließlich in der Alola-Region, einem Mama hat schon einen Inselparadies, Tee. das viele Touristen anzieht. Da werden auch die einheimischen Pokémon bestimmt alle zu zahllieb sein, ganz sicher. Werner, sei mal ein bisschen eine Frau. Funny! Oh, was hat er denn? Mude, ich habe an die Tür geklingelt. Das kann eigentlich nur Professor Kukui sein. Der will was von dir. Also ich meine, der will, dass du mit in sein Büro, in sein Labor kommst. Machst du ihm denn bitte auf, Hildegard? Dann ziehen wir jetzt durch. Jo. Ich meine, hier ist ja sowieso so viel Wasser, also. Jump. Zu viel Wasser für IGN. Genau. Moin, moin, Hildegard, ich bin's, der Professor. Endlich lerne ich dich mal persönlich kennen. Das freut mich aber. Die Reise nach Alola war bestimmt anstrengend und lang, was? Kommst du mit der Zeitverschiebung zurecht? Alola und Kanto sind ja ganz schön weit voneinander entfernt, gell? Für dich fühlt es sich bestimmt noch nicht wie Abend an, oder? Hallo, Professor Kukui! Wir sind gestern in Alola eingetroffen! Oh, die Dame des Hauses. Ich war so frei, mich selbst hereinzulassen. Ach, und das mit dem Professor, das lassen wir mal lieber, wenn es recht ist. Warum denn so formell? Nennt mich den guten Schröder. Nutzen wir es doch einfach. Ich heiße euch herzlich in Alola willkommen. Ja. Vielen Dank. Ich erinnere mich noch gut daran, wie Sie, ich meine natürlich, wie du damals gegen die Arena-Leute von Kanto gekämpft hast. Ja, Als das du habe noch ich mitbekommen. rot hießt. Nee, der kommt auch im Spiel vor, aber an anderer Oh. Stelle. Oh. Als wäre es gestern gewesen. Dies war gestern, du Schnapsdrossel. Seitdem faszinieren mich die Pokémon der Alola-Region und jetzt bin ich endlich hier. Ich war damals in Kanto, um dort Pokémon-Attacken zu erforschen. Aber obwohl ich schon viel über das Thema wusste, habe ich mich als Arenaleiter ganz schön, Entschuldigung, Krampfanfall, habe ich mich als Arenaleiter ganz schön alt aussehen lassen. Achso, Vor haben allem die mich. Arena-Leiter haben ihn alt aussehen lassen. Ja, an dem Tag beschloss er, um jünger zu wirken, seinen Kittel noch offen zu tragen. Aber genug von Kano heißt er, ne? Komm doch mal mit, Hildegard. Ah, das ist. Der ist dann bei Professor. Wie hieß er denn nochmal? Echt? Sycamore in Deutsch ist es Professor Platan. Zeig. Ah ja. Genau. Übrigens, wusstest du, dass Professor Lockley aus Professor Layton und das Vermächtnis von Aslant und Professor Platan im Englischen genau gleich heißen, nämlich Professor Sycamore? Ja, ist doch der gleiche Schauspieler, aber mach weiter. Lass uns die Nachbarstadt besuchen. Dort kannst du den Inselkönig treffen und mit etwas Glück erhältst du auch ein Pokémon. Den ich erhalte den Inselkönig. Richtig, der Inselkönig ist ein äußerst starker und erfahrener Pokémon-Trainer. Nur wenige können ihm im Kampf das Wasser reichen. Und er gibt allen Kindern in Lilie, Lilly. Lilly, die bereit sind, sich am großen Abenteuer zu stellen, lebend gern ihr erstes Pokémon. Noch sowas! Und sie bekommt echt ein Pokémon von ihm? Der Inselkönig ist ja wirklich nett. Jo, aber gibt's da nicht irgendeine Gegenleistung, die man erbringen muss? Nee, das findet alles unterm Tisch statt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Worauf wartest du noch, Hildegard? Geh und hol schnell deine Sachen, ich will das Pokémon haben. Deine Mütze und dein Beutel findest du in einem der Umzugskartons in deinem Zimmer, aber ich sag nicht in welchem. Ach, und vergiss nicht, einen Blick in deine Abenteuerfibel zu werfen. Ich glaube, sie liegt auf dem Schreibtisch. Ja, da habe ich doch schon reingeguckt. Oh, da bin ich aber mal gespannt, was für eine Mütze du trägst. Kann ich sie nicht au also kann ich sie nicht abnehmen, au Später abgenommen? geht das. Oh, hier war das, oder? Ja, da war dein Zimmer. Das war die Aufmerksamkeitsspanne von einer Eintagsfliege, aber. Ja. Hier sind die Also, Kartons Umzugskartons. durchsuchen.
Du durchwühlst die Umzugskiste. So, da setz dir mal deine Seeanemone auf den Kopf. Dum dum dum. Das ist schon so. Jawohl. Also ich finde die Mütze eigentlich gar nicht mal so scheiße vom Design her. Ich weiß nicht, was alle damit haben. Na, ich weiß auch nicht. Generell vielleicht Mützen. Also ich würde sie ohne... Ja. Ach, wir haben schon wieder zusammen einen getrunken. Siehst so aus, als wärst du reusefähig. Viel Spaß. Keine Sorge, die restlichen Kissen kann ich alleine auspacken. Nach einem kleinen Nigerchen. Sechs Stunden später. Ich will ja, dass sich dein Pokémon bei uns wohlfühlt. Und wir alle wissen, man kommt nicht mehr nach Hause. Wow, Junge! Stylische Mütze! Die steht ja aber hervorragend. Damit siehst du aus wie eine Zimmerpflanze. Oh, man könnte fast den Eindruck kriegen, du bist legal. Deine Mutter scheint sich ja darüber zu freuen, dass du ein Pokémon bekommst. Nee? Gut. Dann machen wir uns auf die Sorgen, gell? Ab nach Lili. Dort suchen wir den Inselkönig und besorgen dir dein erstes Pokémon. Oh Mann. Ja, wahrscheinlich freut sie sich über die Sache mit dem Pokémon, weil sie weiß, danach geht das Kind dann in die großen Weiten der Welt und lässt sie allein. Ja, setzt es quasi auf einer Insel aus. Und damit herzlich willkommen zu Pokémon Mond, das Let's Play von ihrem sexy Moderator, Jan, und Exilos auch dabei. Also dann, willkommen in Alola, einem wahren Paradies für Pokémon. Hier in Alola, da leben die Menschen und die Pokémon miteinander in Harmonie und helfen sich gegenseitig. Solange du ein Pokémon an deiner Seite hast, stehen dir die Türen in Alola offen. Deshalb muss ich dich auch so schnell wie möglich dem Inselkönig vorstellen. Ach so, sonst könnte man durch die nächstgelegene Tür fliehen. Oder? Ja, und im Gras sterben. Folge mir, das Dorf Lili ist nicht weit von hier. Auf dem Weg nach Lili City. Was bist du denn? Hallo, du siehst aus, als würde es dir Spaß machen, in Alola rumzulaufen. Da bekomme ich gleich Lust auf einen ordentlichen Sprint. Und zwar weg von dir. Wie ging dieses berühmte Lied nochmal, Exilo? Den B-Knopf gedrückt. Ernsthaft? Gesprintet wie verrückt. Oh Gott. Eine Träne habe ich verdrückt, denn das Lied stinkt nach Kot. Da kannst du rein, geheimer Gang. Was ist da? Da ist nix. Da komme ich nicht lang. Nur toll. Wen haben wir Top hier? Ingenieurwesen. Die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Inzwischen reicht ein Knopfdruck, um mit anderen Spielern Pokémon zu tauschen. Oh. Ein auszutragen. Das kam bei mir erst so langsam an, deswegen bin ich noch immer hier. Oh, pardon. Ja, macht ja nix. Da kannst du ja nichts für. Ja doch, ich hatte gerade experimentell immer die Tür zugemacht, hab sie wieder aufgemacht. Scheint wohl meiner Verbindung nicht gut zu tun. Ah. Da ist schon die Stadt. Und Hildegard, wie gefällt es dir in Alola? Geht so. Nee, ach fuck you. Schon okay, jeder braucht eine Weile, um sich an einem neuen Ort einzuleben. Und da haben wir auch einen jungen Pokémon-Trainer aus Alola. Professor Kukui, Sie müssen mir unbedingt ganz bald wieder eine Attacke empfehlen. Ich bin ja ein großer Fan vom Gigastoß. Willst du doch mal ausprobieren? Ach was, in Wirklichkeit, weißt du doch sicher schon, welche Attacken du einsetzen möchtest, oder? Komm doch wieder, sobald ein Pokémon eine neue Attacke erlernt hat, dann kämpfen wir, gell? Und der Gewinner bekommt... den Anus des Verlierers. Auf einem Silbertablett. Das wäre eine Win-Win-Situation für Kukui. Schau, du kannst dich mit Pokémon ins hohe Gras stürzen und dort versuchen, wilde Pokémon für dein Team zu fangen. Aber dafür brauchst du natürlich erst dein eigenes Pokémon. Aber ich will da rein. Oh. Und Trainer lassen ihre geliebten Pokémon am liebsten gegeneinander im Kampf antreten. Oh, da ist auch eine Alola-Mauzi. Um zu sehen, wessen Team mehr drauf hat.
Los jetzt, Mangunior! Mango! Hä? Huh? Hey, du bist doch neu hergezogen, oder? Dann lass uns unbedingt mal einen aufregenden Pokémon-Kampf austragen. Sisu, dank der Pokémon lernt man hier im Handumdrehen neue Leute kennen. In Ordnung, dann wollen wir mal. Lili liegt direkt vor uns. Ich würde sagen, wir könnten ihn langsam doch mal wieder vernünftig sprechen. Ach so, okay. Ja, ja, ich finde, der hat eigentlich so... Der hat ja, sowas, den sollte man eigentlich richtig schön aufreizend sprechen. Da wären wir auch schon. Das hier ist das wunderschöne Lili-E. So? Ja, wunderbar. Und genau hier wird auch der Schutzpatron von Mele Mele, Kapuriki, von allen verehrt. Mele Mele? Sind das Smash Brothers oder was? Das ist die Insel. Nanu, ich hatte doch gesagt, dass wir uns alle hier treffen. Vielleicht wartet er weiter hinten, beim Mahalo Bergpfad. Dort befindet sich nämlich die Ruine des Schutzpatrons Kapuriki. Mhm. Hildegard, bist du so gut und gehst den Inselkönig suchen? Ich bleibe sicherheitshalber hier, damit wir uns nicht verpassen, und lasse lieber das Kind ohne Pokémon in den Wald gehen. Der Inselkönig sieht genau so aus, wie man sich ihn vorstellt. Wie der König der Insel halt. Hat er eine Krone oder was? Er hat einen in der Krone. Lili, ein Pokémon, an dem Pokémon gedankt wird. Okay. Ein Pokémon, an dem Pokémon. Nee, an dem Orten gedankt wird. Entschuldigung. Fragezeichen. Oh. Oh. Was ist nur los mit dir? Warum willst du so dringend zu den Ruinen? Wir sollten ihr folgen. Auffällig. Da, 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 da. Da, 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 da. Und die ganzen anderen Leute lassen wir jetzt erstmal stehen. Da ist also der Mahalo Bergpfad aus der Demo. Ist oben zumindest nicht mehr dieser creepy Typ. Ich hab wirklich kein Geschenk mehr für dich. Fragezeichen. Wiggle Wiggle. Bitte bleib in der Tasche. Was, wenn dich jemand sieht? Moment, da geht's weiter. Das war in der Demo aber zu. Verarsche. Tatsache. Die blöden Fotzen. Die haben uns verarscht in der Demo. Hey, kleine Kinder könnten sich dieses Let's Play angucken. Süß. Cosmog. Warum ist Cosmog denn so voreilig? Nein! Es wird angegriffen! Von Habitax. Ach nein, Cosmog! Ey, aber schön detailreich, auch mit den Federn. Ja. Also gut gemacht. Richtig, auf jeden Fall. Also, wenn man sich mal... Jemand muss was tun. Alles okay? Ich brauche deine Hilfe. Wölkchen ist in Gefahr. Der neue Wölkchen von Ermann. Da dachte ich jetzt auch dran. Piu. Das ist eine Laserkanone. Piu, piu. Diese Habitat greifen Wölkchen an. Aber ich habe zu große Höhenangst, um ihm zu helfen. Mir schlottern richtig die Knie. Oh. Na gut, Pech. Ist hier was? Nein. Genau, das ist nämlich das Erste, was man machen sollte. Erstmal schauen, ob es irgendwas zu erkunden gibt. So, los. Ja. Aber vor allem was... Oh! Uiuiui. Los! Darf ich nicht rennen? Am besten... Nee, nicht rennen. So. Aber was willst du auch machen, ne? Du hast ja nicht mal ein Pokémon. Ja. Naja, reinspringen und es... retten. Ja, oder so. Oh. Boah, was für Assi. Explosion! Die sollte man umbenennen in Assi-Tag, lol. Oh, weißt du, das erinnert mich gerade an so eine Stelle in Omega Rubin Alpha Saphir. Wo man auf einer Brücke kämpft. Diktri setzt Schaufler ein.
Komischerweise funktioniert's dort. Aber erstmal ohne Spaß, das gerade habe ich nicht kommen sehen. Nee, ich auch nicht. Das ist krass. Kapuriki. Ja. Hui.